Na gut, Freunde, Pokémon Tutorial TV hat ein Video hochgeladen, was mir empfohlen wurde von meinen Zuschauern im Chat. Und das Video trägt den Titel Der Tag, der Pokémon für immer veränderte. Da bin ich gespannt. Niemand ahnte, dass dieser Tag das Pokémon-Franchise für immer verändern würde. Niemand wollte mehr, dass Game Freak so schnell neue Spiele auf den Markt bringt. Niemand wusste, wie viele umstrittene Pokémon-Spiele noch erscheinen werden. Pokémon war ein geliebtes Franchise von jedem. Der Tag markiert das Ende einer Ära im Franchise. Was passierte? Was führte dazu? Und also ich gebe kurz meine Prediction ab. So wie ich das Video jetzt schon mal einschätze, geht es darum, ab wann Pokémon genau kacke wurde. Was sollte der Entwickler daraus lernen? Rückblick. Die Switch-Ära hat bei den Pokémon-Spielen sehr gut begonnen. Eine altbekannte Region, die Kanto-Region, durfte in den Let's Go-Spielen nochmals neu erkundet werden. Tatsächlich konnte man zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht ahnen, dass Game Freak einmal ein sehr umstrittenes Unternehmen werden würde mit seinen Pokémon-Spielen. Schließlich war es noch nicht so lange her, dass Alola in den Ultra-Spielen auf dem Nintendo 3DS erkundet werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt waren noch alle Pokémon in einem Spiel verfügbar und Nintendos neue Konsole, die Nintendo Switch, verkaufte sich hervorragend und für Also Alola war schon sehr umstritten, wenn man vom Umstrittensein überhaupt reden kann. Also er sagt, zu dem Zeitpunkt wurde Game Freak umstritten. Pokémon war nie umstritten. Pokémon wurde schon immer gehasst. Und zwar schon immer. Ab Generation 3 aufwärts. Woher ich das weiß? Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen. Als die vierte Generation rauskam, habe ich gesagt, das ist ja gar kein Pokémon mehr. Das ist voll scheiße. Und das gleiche habe ich über Gen 5 gesagt. Und habe sie trotzdem gespielt. Und danach habe ich aufgehört mit Pokémon, weil Gen 4 und 5 für mich einfach kacke waren. Ich fand die Pokémon-Designs scheiße, ich fand die Regionen kacke, ich fand alles kacke. Pokémon war nicht mehr das, was es für mich einmal war. Ich war der Original-Pokémon-Hater. Und da war Game Freak für mich schon eine kritische Geschichte. Bis ich im Nachhinein 10 Jahre später einsehen musste, dass Generation 4 und 5 Top-Edition waren und Top-Generation waren. Weiter ging's dann mit Generation 6. Da haben viele Leute wieder zu Pokémon zurückgefunden, unter anderem ich, aber erst viele, viele Jahre danach. Und Generation 7 war dann meine erste richtige Generation, wo ich wieder so ein richtiger Pokémon-Fan war, die ich von Anfang bis Ende mitbekommen habe. Und Generation 7 wurde so unfassbar böse gehatet. Alleine, weil es keine Arenen gab, dies, das, tralala, weil die Ultrabestien so scheiße aussahen und das und das und das. Generation 7 war die meistgehasste fucking Generation ever. Und jeder, der das bestreitet, kann sich einfach nur nicht mehr dran erinnern. Ich weiß noch, zum Release, als ich bei Pokémon Company, beziehungsweise als ich bei Nintendo in Frankfurt im Hauptquartier war und ich habe Pokémon Sonne und Mond gespielt, während der neueste Trailer rauskam auf YouTube und alle gesagt haben, wie scheiße dieses Spiel ist und wie kacke das wird und so weiter. Seit da war Gen 7 das meistgehasste Spiel. Dann kam Gen 8 raus. Dann war Gen 8 das meistgehassteste Spiel. Bis, ihr habt richtig geraten, Gen 9 rauskam. Mit Gen 9 haben wir einen neuen Contender für das meistgehassteste fucking Pokémon-Game ever. Bedeutet, jedes Pokémon-Game, was rauskommt, wird prinzipiell gehasst. Weil auch Pokémon sich verändert. Und Veränderungen schmecken auch nicht jedem. Viele Leute kommen mit dem 3D nicht zurecht, finden, dass die 2D-Sprites und das Top-Down immer viel besser bei Pokémon waren und immer viel besser dazu gepasst haben. Viele Leute finden die Stories heutzutage irgendwie weird oder kacke oder der Fakt, dass es Open World ist und man verschiedene Wege gehen kann oder whatever. Viele Leute mögen aber einfach die Pokémon nicht mehr, die es heutzutage so gibt. Und das ist fein, weil jeder seinen eigenen Geschmack hat. Aber zu sagen, dass Pokémon mal nicht kontrovers war, weiß ich nicht. Sehe ich persönlich nicht so, habe ich ganz anders erlebt.
Aber das ist ja nur meine eigene Wahrnehmung der Dinge. Viele war es selbstverständlich, dass wenn Pokémon wie angekündigt auf diese Konsole kommen soll, es einen guten Start hinlegen wird. Dann wurde Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu angekündigt und die Begeisterung über das Aussehen des Spiels war groß. Genauso hatte man sich Pokémon auf der Switch vorgestellt. Allerdings war die Kanto-Region etwas, wonach niemand fragte. Bereits in der 7. Generation gab man den Kanto-Pokémon viel Aufmerksamkeit mit den Regionalformen und für den Entwickler Game Freak machte es scheinbar nur Sinn, ein neues Konzept auszuprobieren, wenn das in einer alten Region ist. Denn Pokémon Let's Go sollte, wie der Name schon verrät, Spieler von dem Handyspiel Pokémon Go auf die Nintendo Switch holen, was auch wirklich zum Teil funktioniert hatte. Das hatte jedoch auch die Konsequenz, dass die Spiele sehr einfach wurden und sich mehr an die Casuals als an die alteingefleischten Fans richteten. Ja. Abseits davon war aber Let's Go wirklich ein Pokémon-Spiel, wie man es sich damals vorgestellt hat. Unter anderem gab es auch einige Feenattacken und Pokémon-Typen, natürlich nicht so viele, weil die erste Generation entsprechend nicht so viele Pokémon des Typs Fee enthielt, aber es war immerhin der Ansatz gemacht worden, dass man entsprechende Mechaniken, unter anderem auch die Mega-Entwicklung, in die Spiele eingebaut hat. Ja, und viele Sachen gab es auch nicht, wie zum Beispiel Trage-Items. Right? Und auch Pokémon Let's Go wurde gehatet für seine Fang-Mechanics, die nämlich anders als A-Spammen mit Pokébällen tatsächlich irgendwas mit Motion zu tun hatte. Also, ich persönlich würde behaupten, dass Pokémon Let's Go definitiv die polishedste Version eines Pokémon-Spiels war, was wir jemals bekommen haben. Dieses Spiel ist unglaublich hübsch gewesen, charmant, wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich. Also man konnte sich mit zwei Joy-Cons einfach zusammensetzen. Einer hat geschüttelt und dann war man auf einmal im Multiplayer drin. Es war ein sehr einfaches Spiel etc. pp. Zusätzlich kannten wir ja alle schon Kanto, was es noch einfacher gemacht hat etc. Aber es war ein schönes Spiel. Dennoch weit davon entfernt, was man sich wünscht als Pokémon-Spieler, der in der Moderne auch immer noch Pokémon spielt. Ich sage absichtlich in der Moderne, denn in der Modernen finden sich hauptsächlich Pokémon-Spieler wieder, die das Ganze halt competitive spielen und nicht einfach als 0815 RPG wählen, sondern Leute, die wirklich irgendwie Ambitionen haben, irgendwas damit zu machen, right? Dem kann ich schon verstehen, wenn die ein oder anderen nicht unbedingt nochmals Lust hatten, die gesamte Kanto-Region wieder zu erkunden. Aber dennoch haben sich die Let's Go-Spiele für die Switch erstaunlich gut gehalten und sind bei vielen von euch auch noch recht beliebte Spiele. Es war allerdings auch nur die Ruhe vor dem Sturm, wie sich später noch zeigen sollte. Boah, Verkaufszahlen, um die Beliebtheit eines Spiels zu demonstrieren, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das ein guter Indikator ist, weil laut dem müssten ja die neuesten Spiele dann immer die beliebtesten sein, right? Nach Pokémon Let's Go Evoli und Pikachu kamen 2019 Schwert und Schild. Es sollte der neue und große, wichtige Schritt für das Pokémon-Franchise auf der noch recht jungen Nintendo Switch werden. Der erste Trailer zu den Spielen erschien am 27.02.2019 und sollte uns alle umhauen. Doch irgendwie war der erste Trailer zu den Spielen ziemlich nüchtern und außer den Starter-Pokémon wurde wirklich nicht etwas richtig Neues gezeigt. Es war halt gefühlt wie immer ein neues Pokémon-Spiel, nur in einer anderen Region. Die Verbesserungen und Neuerungen waren nicht zu erkennen. Zum Glück war ja bis zum Release im November 2019 noch viel Zeit und da würde sich sicherlich etwas ändern. Und das tat es auch. Nur nicht so, wie das alle wollten. Hat irgendjemand Verkaufszahlen zufällig? Okay, hier sind die aktuellen Verkaufszahlen der Main Games. Also nicht Spin-Offs, sondern der Main Games. Pokémon Rot und Blau. Sales alle zusammen. 74 Millionen, also 31, 4, 14 und 12 Millionen. Das war halt damals der absolute Pokémon-Hype, right? Let's Go hatte 15 Millionen, dann haben wir Gold und Silber mit 42 Millionen zusammengerechnet. Also 23 Millionen. Plus natürlich Kristall, Hard Gold, Soul Silver und so. Rubin, Saphir, zusammen 16 Millionen scheinbar.
und dann nochmal Emerald mit 7 Millionen. Dann haben wir natürlich die Remakes mit Omega Rubin, Alpha Saphir. Dann haben wir Diamond mit 40 Millionen, also 17 mit den Diamond und Pearl Spielen. Dann haben wir Pokémon Black and White mit 15 Millionen. Dann haben wir Pokémon XY mit 16 Millionen, Pokémon Sonne Mond mit 16 Millionen. Dann haben wir Pokémon Schwert und Schild mit 26 Millionen. Und dann haben wir Pokémon Scarlet und Violet, die neuesten Spiele, mit 25 Millionen knapp. Das bedeutet, die neuen Spiele haben mehr Sales als die alten Spiele, mit Ausnahme von den Spielen, wo es drei Spiele gab. Also mit der ersten und mit den Zusatzeditionen oder whatever. Also, ja, laut Verkaufszahlen sind Schwert und Schild und Karmesin und Purpur auch, dafür, dass sie so neu sind, nicht schlecht davongekommen. Muss man sagen. Ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das daran liegt, dass die Spiele gut, schlecht, beliebt oder ne, whatever sind, aber die wurden auf jeden Fall verkauft. Das Marketing hat funktioniert. Jedenfalls kam erstmal der nächste Trailer zu Schwert und Schild und der zeigte dann die neue Naturzone und das Gimmick der Region, die Dynamax-Pokémon. Die Pokémon werden groß und kämpfen gegeneinander in Stadien, in denen ihr von den Fans umjubelt werdet. Für viele fühlte sich das schon nach etwas an, als würde man bei Game Freak zumindest versuchen, auf Biegen und Brechen ein neues Gimmick ins Spiel zu quetschen, einfach, dass sie eins haben. Doch das Highlight war für viele eindeutig die Naturzone, denn die bot ein freies Erkunden der Region an, bei der Pokémon frei umherrennen und man das tun und lassen kann, was man will. Genau, und das wurde sich auch von allen möglichen Pokémon-Fans schon immer gewünscht. Alles in allem war das für viele ein Punkt zur Freude für die neuen Spiele. Der Hype war definitiv da. Doch das alles sollte sich bald schlagartig ändern. Die Nintendo Treehouse war am 11. Juni 2019 und sie beinhaltete auch ein Interview mit den Entwicklern von Game Freak. Tatsächlich war das hier als einfaches Interview geplant und niemand hatte so wirklich auf dem Schirm, dass hier eine sehr große Ankündigung einfach mal so gedroppt werden würde. Junichi Masuda sprach den Pokémon Home Service an und das, was von ihm übersetzt wurde, spaltet die Fanbase bis heute. At Game Freak, we really spent a lot of time thinking about what the best way to move forward was, all within, you know, a limited development time, so we don't keep fans waiting too long for every new entry in the series. And after a lot of discussion, we decided to come to kind of a new direction. And so what that means for Pokémon Sword and Shield is that players will be able to transfer their Pokémon from Pokémon Home only if they appear in the Galar region Pokédex. Oh mein Gott, es geht wirklich um den Dex? Es geht nach wie vor immer noch nur um den Dex? Masuda hat einfach mal den Thanos gemacht und die Hälfte der Pokémon aus dem Spiel rausgeschmissen. Was er also sagte, war, dass es nicht mehr alle Pokémon in Schwert und Schild geben würde. Seit dieser Aussage gibt es ein Davor und ein Danach. Versteht mich nicht falsch, es gab schon immer Kritik zu dem Franchise, dass die Levelkurve in manchen Spielen einfach nicht gut ist oder dass man in Pokémon Ultrasonne und Ultramond auch getrost Dinge durchaus in einem DLC hätte machen können. Trotzdem war es so, dass die Fans sich alle gemeinsam auf ein neues Spiel freuten und über diese Punkte getrost hinwegsehen konnten, da die Aber dann wurde der Pokédex beschnitten und dann waren die Pokémon-Fans sauer. Kurze Frage, also ich persönlich bin dann, ne, so ich nehme da meine Meinung mal raus. Gibt's immer noch Leute, die sich über den Pokédex-Cut aufregen? Also gibt es immer noch Leute, die der Meinung sind, dass ein Pokémon-Spiel schlechter ist, nur weil nicht alle über 1000 fucking Pokémon da drin vorkommen. Weil das letzte Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, ist Jahre her und ich habe eher eine konträre Meinung. Ich habe eher eine Meinung, dass je weniger Pokémon in gewissen Formaten überhaupt da sind oder erlaubt sind oder was auch immer, desto spannender wird es. Desto mehr fühlt es sich nach einer eigenen Region an, weil ob ich jetzt in Alola einem Pikachu begegnen will unbedingt oder ob es ein Alola-Pikachu ist oder ein Alola-Dicta oder weiß ich was. Ich finde halt eine Generation oder eine Edition beziehungsweise eine Region
hat auch vor allem ihren Charme dadurch, dass gewisse Pokémon in diesen Regionen halt vorkommen. Ich verstehe, dass man tendenziell oder theoretisch alle Pokémon in dem Spiel verfügbar machen könnte. Und dagegen habe ich pauschal oder generell jetzt auch nichts. Aber ich finde es jetzt auch nicht so wichtig. Ich finde jetzt nicht, dass nur weil irgendein Mon XY in der neuesten Gen nicht vorkommt oder nicht drin sein kann, dass das Spiel deswegen schlechter ist. Ein komisches Argument. Ich verstehe, wenn Leute mit ihren Lieblings-Pokémon irgendwie Online-Kämpfe machen wollen, aber dann kann man ja immer noch Online-Kämpfe machen in den Editionen, wo die Pokémon drin sind. Versteht ihr, wie ich meine? Allein Generation 9 hatte so ein unfassbar tolles Format, wo Pokémon interessant waren wie, keine Ahnung, Trikefalo oder Kramurx oder weiß ich was. Einfach nur, weil es eben nicht viele Pokémon gab, die man benutzen konnte. Und das hat andere wiederum so viel besser und interessanter und cooler und spannender gemacht. Aber ja, I guess damit, dass man den Pokédex beschnitten hat, aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt einen technischen Grund hat, wegen Speicher oder ob das irgendwie eine Style-Entscheidung war, die sie gegangen sind, aus welchem Grund auch immer, scheinbar sitzt dieser Groll immer noch tief in der Pokémon-Fanbase. Positiven Punkte deutlich überwogen haben. Doch einige ihrer geliebten Pokémon zu streichen und nicht mehr verfügbar zu machen, brachte die Fanbase wortwörtlich zum Kochen und das Fass endgültig zum Überlaufen. Egal, welcher Trailer dieses Jahr noch zu Schwert und Schild kam, das Spiel war von dieser Ankündigung an überschattet und immer mehr Ungereimtheiten und Dinge tauchten auf, welche die Fans enorm störten. Sind wir mal ehrlich, es war schon fast so, als würden die neuen Trailer einfach alles nur noch schlimmer machen. Dabei war ich selbst damals eigentlich relativ gespannt auf die Spiele, da ich mit der Alola-Region nie wirklich ein gutes Erlebnis hatte. Bis heute sind die Alola-Spiele gleichzeitig die, welche ich am wenigsten gespielt hatte. Rückblickend fand ich Schwert und Schild gar nicht mal so schlecht, auch weil viele der gestrichenen Pokémon bereits im selben Spiel mit den DLCs Insel der Rüstung und Schneelande der Krone zurückkamen. Abseits dessen war die Atmosphäre in den Arena-Kämpfen einfach sensationell und die Charaktere hatten so viel Charme und Liebe wie noch nie erhalten. Dennoch haftet dem Franchise bis heute das negative Image wegen der Entscheidung, Pokémon zu streichen, an. Vielleicht kommt es jetzt wirklich wie rüber, als wäre ich der größte Wichser oder so, als würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist es ein Hot-Take? Meiner Meinung nach sind es Kinder, die sich aufregen, dass im neuen Spiel nicht ihr Lieblings-Pokémon drin ist. That's it. Pokémon oder Game Freak oder wer auch immer hat nicht Pokémon aus den Spielen gestrichen. Man kann die Spiele alle genauso spielen, wie sie waren. Pokémon Smaragd hört nicht auf zu existieren. Nur weil Rayquaza im neuen Spiel nicht drin ist oder was auch immer. Es sind die neuen Spiele, wo sie sich eben einfach auf neue Pokémon konzentrieren. Right? Aus was für Gründen auch immer. Und das kann man gut oder das kann man schlecht finden, aber Pokémon legit zu haten und zu sagen, Pokémon ist jetzt schlecht geworden, ist einfach irgendwo kindisch. I'm sorry. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber wegen einem Dex-Cut ein ganzes Franchise abschreiben oder irgendwie den Entwicklern vorwerfen, sie sind faul oder scheiße oder was auch immer. Ey, Pokémon, es gibt so viele Kritikpunkte an Pokémon. So viele legitte, valide Kritikpunkte. Das ist es nicht. Es tut mir leid, aber das ist es wirklich nicht. Es verging einige Zeit, bis klar war, jetzt werden wahrscheinlich die lang erwarteten Remakes der vierten Generation Pokémon Diamant und Perl angekündigt werden. Nervös wartete man auf die Ankündigung und wie sich herausstellen sollte, nicht ganz zu Unrecht. Dann war es soweit. Der erste Trailer erschien. Zum Teufel war das hier damals eigentlich?
Keiner hatte mit dieser Chibi-Grafik gerechnet. Schließlich wurden bisher alle Remakes im selben Stil wie die vorherigen Spiele gemacht. So wurde Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir beispielsweise im Stil von X und Y gemacht und enthielt auch die Mega-Entwicklungen und sogar einige neue. Bei den Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erwartete man zu Recht dasselbe, also der Stil von Schwert und Schild etwa und einige neue Giga-Dynamax-Pokémon. Doch bis zum letzten Trailer war davon keine einzige Spur. Das liegt vielleicht auch daran, dass zum ersten Mal ein anderes Studio die Entwicklung übernehmen durfte, Illkam. Interessant ist hier der Vergleich zu anderen Remakes, wie gesagt, auch wenn man die Entwicklungsdauer betrachtet. Am Anfang hat es 5 bis 6 Jahre gedauert, bis im Schnitt ein Remake erschien. Die späteren Remakes hingegen, wie auch Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, haben meistens eher 3 bis 4 Jahre gebraucht. Klar ist die reine Entwicklungszeit länger als die Abstände der einzelnen Spiele, darauf kommen wir später übrigens auch nochmals zu sprechen. Trotzdem zeigt das, dass je weniger Zeit sie sich nahmen, desto schlechter wurde insgesamt der Content, also der Umfang und der Inhalt der Spiele. Ist das so? Ist das wirklich so? Warum sind Strahlender Diamant und Leuchtende Perle probably mit einstimmiger Wahrnehmung die schlechtesten Pokémon-Spiele oder die schlechtesten Remakes? Warum ist das so? Naja, weil sie 2 schlechte Editionen geremaked haben. Sie haben halt nicht Platin geremaked mit allen Features aus Platin, sondern sie haben halt Diamant und Pearl geremaked. Und Diamant und Pearl waren halt nicht so gut wie Platin. Sie haben halt einfach in ihrer Entscheidung die falschen Spiele geremaked. Mit ein paar Schwächen. Ich fand, im Untergrund hätten sie sich ein paar mehr Dinge zum Basenbau einfallen lassen dürfen. Das ist ein bisschen mager ausgefallen. Und was war noch in dem Game? I don't know. Alles an sich waren es gute Remakes von eher durchschnittlicheren Pokémon-Spielen. Right? Die Levelkurve und so war Müll. Es war mega, also es war mega einfach, mit Ausnahme der Top 4. Und die Top 4 war gut. Aber das bezeichnet ja nicht ein schlechtes Spiel, sondern es ist halt ein gutes Remake zu durchschnittlichen Spielen. Weiß nicht, ob das jetzt mit der Entwicklungszeit oder so zu tun hat. Sie haben halt einfach die falsche Edition geremaked. Nicht nur deswegen, sondern auch, dass sie nicht auf demselben waren wie die aktuellen Gens. Ich meine mich zu erinnern, dass die aktuellen Remakes alle relativ geupdatet waren. Und die eben kaum eigentlich. Mal abseits des Boxen-Updates, auf das sich von fast überall auf die Pokémon zugreifen ließ, war der doch neue Untergrund in den Spielen vorhanden, bei dem sich einige Pokémon fangen ließen, die sonst nur sehr spät oder schwer in Diamant und Perl zu finden waren. Ja. Jedoch sind in diesen Remakes auch nur die originalen Pokémon enthalten. Keine neuen Pokémon wurden hinzugefügt und keine aus späteren Spielen kamen hier neu in der Sinnoh-Region vor. Immerhin lassen sie sich diesmal für das Schwarz und Weiß Remake nach diesem Release mehr Zeit, was zumindest ein gutes Signal ist. Allerdings tue ich mich Ich glaube nicht, dass das mit Zeitlassen zu tun hat. Ich glaube, es ist einfach eine bewusste Entscheidung, die neuen Pokémon nicht in die Remakes zu packen, weil die neuen Pokémon laut Game Freak vielleicht nichts in dieser Region verloren haben. Ich verstehe den Connect nicht zwischen oh ja, sie lassen sich mehr Zeit, also wird es auch wieder mehr Pokémon geben, also sind es auch wieder bessere Spiele. Ich kann da irgendwie nicht nachvollziehen, was das Argument genau sein soll, an der Stelle. Aber Schwer damit. Ich tue mich schwer damit, die Spiele bis heute wirklich zu verstehen bzw. nachzuvollziehen, wie man überhaupt so ein Spiel releasen konnte.
Mal abgesehen davon, dass das gesamte Intro und die gesamte Afterstory mit den legendären Pokémon komplett am Anfang gefehlt hatte, ist natürlich auch der inhaltliche Zustand der Spiele gerade am Anfang mehr als nur bedenklich gewesen. Trotzdem haben diese Remakes bis heute viele Fans, auch in meiner Community, und zur damaligen Zeit wurde parallel mit Pokémon-Legenden Arceus ein völlig neuer Teil des Pokémon-Franchise angekündigt, der Sinnoh in der Vergangenheit zeigte und viele Fans die negativen Dinge zu strahlender Diamant und leuchtende Perle überstrahlen ließ. Ich verstehe es nicht. Der Umkehrschluss, also Leute, guck mal, es gibt bessere Pokémon-Spiele und der Umkehrschluss ist, dass es ja auch schlechtere geben muss. Es können nicht alle Pokémon-Spiele die besten sein. Ich würde auch behaupten, strahlender Diamant und leuchtende Perle gehören probably zu den schwächeren, wenn nicht die schwächsten Pokémon-Spiele. Aber irgendein Spiel muss es ja sein. Right, ich verstehe nur irgendwie das Thema immer noch nicht so ganz. Im Vergleich zu... Sie sind schwächer als andere, probably, aber das bedeutet ja nicht, dass Game Freak oder die Pokémon Company jetzt irgendwie generell den Ball abgegeben hat. Im Gegenteil, wie gesagt, die Verkaufszahlen sprechen ja für sich, wenn man die jetzt... als Argument nutzen möchte. Pokémon Herz Gold und Seelen Silber wirken die Diamant- und Perl-Remakes aber contentmäßig wirklich lächerlich. In diesem Zusammenhang zeige ich auch immer mal wieder gerne die Konzeptzeichnungen zu dem Spiel und frage mich, wo genau diese Remakes abgeblieben sind, die hier abgebildet wurden. Trotzdem... Es geht nicht darum, schwächer oder stärker, es geht mehr darum, dass das Individuum schlecht ist. Aber warum ist es schlecht? Das Spiel hat Schwächen. War es ein schlechtes Spiel? Ich bin vielleicht gerade ein bisschen befangen, weil ich Luminescent Platinum spiele und die Spiele gerade quasi in einer Fassung spiele, wie sie wahrscheinlich eigentlich hätten geremaked werden sollen. Wenn sie so geremaked worden wären, wie Luminescent Platinum das macht, dann wären sie probably eine der besseren Spiele. Aber das sind Style-Entscheidungen. Wie gesagt, das sind bewusste Entscheidungen. Das hat nichts mit Entwicklungszeit oder sowas zu tun. Das verstehe ich halt nicht. Schlechtes Spiel ist es nicht, aber enttäuschend, weil die Erwartungen höher waren. Ich denke halt einfach, die beiden Spiele haben ein paar Dinge neu gemacht, die okay waren, aber nicht grenzensprengend und andere Dinge, die vielleicht von den Pokémon-Fans erwartet wurden, wo sind nicht passiert und dann wurde es insgesamt eine eher mittlere Enttäuschung. Genau diese Remakes abgeblieben sind, die hier abgebildet wurden. Trotzdem war aber auch für diese Remakes die Nostalgie sehr wichtig, denn ohne Nostalgie hätten bei weitem sich nicht so viele auf strahlende Diamant und leuchtende Perle gefreut oder wären gar gehypt darauf gewesen. Dabei sollten wir uns vor Augen halten, was Nostalgie ist, was ich wieder an meinem Fall deutlich machen werde. Mein erstes Spiel war Pokémon Gold. In Gold konntet ihr 16 Orden bekommen und ganze 2 Weltkarten erkunden. Wie wir heute wissen, ist hier viel von Satoru Iwata eingeflossen und auch ihm zu verdanken. Er konnte die Spiele so komprimieren, dass statt nur eine Kanto-Stadt ganz Kanto in die Spiele reingepasst hatte. Es ist also kein Wunder gewesen, dass ich auch Pokémon Kristall kaufte und die Pokémon erstmals animiert sah, was mich als Kind mega faszinierte. Dann kam Rubin und Saphir. Ich holte mir die Pokémon... Alter, imagine. Um Kristall nochmal komplett neu zu kaufen, das einzige Argument dafür war, dass die Pokémon animiert waren und Celebi. Und heutzutage sind die Leute enttäuscht, weil sie, keine Ahnung, sich weiß ich was erwarten und versprechen und keine Ahnung, dass dann nicht eingehalten wird und dann sind die Spiele instant schlecht. Dass ich auch... Das ist etwas, was ich als Kind richtig geil fand. Ich fand als Kind krass, dass wir wieder nach Kanto können und all die Orte besuchen, in denen ich früher war oder in denen man früher war. Und ich fand es auch cool, dass man 16 Orden holen konnte in der zweiten Gen. Aus heutiger Sicht ist das absolute Spielstreckung, absolut grauenhaftes Game Design. Die Levelkurve ist der größte Scheißdreck, den man jemals gesehen hat und die zweite Gen ist meiner Meinung nach vor allem auch wegen dem hier eine der schwächsten Gens, die es jemals gab. Und das sage ich als jemand, der Gold und Silber tausende Stunden gespielt hat.
Die zweite Generation ist probably die Generation, die ich mit Abstand am meisten gespielt habe, weil das war meine Zeit. Ich habe natürlich mit Pokémon Gelb angefangen, aber Pokémon Silber und Gold waren die Editionen, die ich definitiv am meisten Zeit investiert habe. Ich habe locker 50 Playthroughs in diesem Spiel, locker. Und finde trotzdem im Nachhinein betrachtet, dass diese Spiele eher zu den schlechteren gehören. Pokémon Kristall kaufte und die Pokémon erstmals animiert sah, was mich als Kind mega faszinierte. Dann kam Rubin und Saphir. Ich holte mir die Pokémon Saphir Edition und war als erstes sehr enttäuscht. Kein einziges Pokémon war mehr animiert, ich konnte meine alten Pokémon nicht in die neuesten Spiele tauschen und zu allem Überfluss gab es nur noch 8 statt 16 Orden. Selbst als Kind konnte ich mir dieses doch offensichtliche Downgrade nicht erklären. Auch. Aber ist das ein Downgrade? Ich verstehe das nicht. Ist es ein Downgrade? Macht es ein Spiel schlechter? Ist es wirklich... Also, das wäre... Vielleicht bin ich einfach anders als PTTV. Vielleicht bin ich einfach... vielleicht nehme ich das einfach anders wahr. Aber ich sehe das null als Downgrade. Ich finde halt, dass weniger oft mehr ist. Gerade bei Pokémon-Spielen oder gerade bei Videospielen generell. Ne, ich habe gerade wieder Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3. So spiele ich privat wieder und so. Und ich weiß nicht, wie man das als Downgrade wahrnehmen kann. Also das mit den Animationen, das verstehe ich. Da würde ich sagen, okay. Mir kam das vielleicht nicht als Downgrade rüber, weil ich Kristall nie besessen habe bis zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das mit den Orden? Den Orden. Selbst als Kind konnte ich mir dieses doch offensichtliche Downgrade nicht erklären. Auch das ist eine Form von... Ich fand halt einfach manche Pokémon weird. Ich fand Pandir mega weird. Ich fand ein paar Pokémon weird, aber alles in allem fand ich es immer noch cool. Nostalgie und das bereits in diesem frühen Alter für meine goldene Edition. Und daran ist auch nichts verkehrt. Im Gegensatz zum Kindsein, das nach einiger Zeit eben weg ist, ist die Nostalgie eine innige Sehnsucht nach dem Vergangenen, nach den 16 Orden, wenn man so will, in der ihr wehmütig auf die gute alte Zeit zurückblickt, in der vermeintlich alles besser war. Ich will dir eins sagen, Nostalgie zu empfinden ist nicht verkehrt. Es kann aber trotzdem einen Erwachsenen daran hindern, notwendige Veränderungen für Jüngere, wie zum Beispiel ein einfacheres Spiel oder eine Open World, zu akzeptieren. Natürlich kann sowas dazu führen, dass man sich zu alt für ein Franchise fühlt, was ein ganz anderes Thema ist, das ich mal behandelt habe. Link zum Video jetzt in der Beschreibung. Aber so etwas kann, wie gesagt, notwendige Veränderungen auch für ein Spiel wie Pokémon bei einem selbst fremd oder unpassend wirken lassen. Während also den klassischen Remakes die Seele und die Liebe etwas fehlte, war das nächste Spiel, Legenden Arceus, bereits in den Startlöchern. Dabei handelt es sich um kein Remake, sondern um ein sogenanntes Prequel. Aber was ist ein Prequel eigentlich überhaupt? Ein Prequel aus dem Englischen, entlehnt aus dem Präfix pre, vor, ist eine Erzählung, die als Fortsetzung zu einem Werk erschien, deren Handlung aber in der internen Chronologie vor diesem angesiedelt ist. Um es für euch vereinfacht zu sagen, die Geschichte von Pokémon-Legenden Arceus spielt vor den Ereignissen aus Diamant und Perl. Am besten kann man das im Spiel bei der Speersäule sehen, die noch intakt ist, durch die Ereignisse in Legenden Arceus aber zerstört wird und schließlich diese zerstörte Speersäule in Diamant und Perl im Abenteuer aufgefunden werden kann. Da Legenden Arceus aber später erschien als Diamant und Perl, handelt es sich eben um ein Prequel, also ein Spiel, das später erschien, aber eine Geschichte von vorher erzählt. Und obwohl auch hier in diesem Spiel wieder nicht alle Pokémon zu fangen waren, war die Fanbase deutlich entspannter gegenüber des Spiels und sah es als neue Reihe des Franchise, ähnlich wie die Mystery Dungeon Reihe, was sich Anfang 2024 mit der Ankündigung von Legenden ZA dann auch bestätigt hatte. Aber auch hier, muss man sagen, waren sich trotzdem nicht alle einig.
Größter Kritikpunkt war unter anderem die doch noch sehr leeren Maps, bei denen es abseits der Raumzeitverzerrungen nicht wirklich viel Interessantes zu entdecken gab. Auch die Performance des Spiels ließ wieder zu wünschen übrig, was sich nur allzu gut an den 5 FPS-Pokémon gezeigt hatte. Das Grundkonzept ist bis heute allerdings genial. Die Idee, Pokémon einen selbst auch angreifen und man wählen muss, dass man, wenn man gegen das wilde Pokémon zum Beispiel flieht oder angreift, haben dem Spiel einen echten Mehrwert gegeben und machten es zu einem neuen, erfrischenden Abenteuer. Pokémon Legenden Arceus ist für mich basically das Gegenteil von Let's Go, Pikachu und Evoli. Das Spielprinzip war neu, war aufregend, war einfach mal was anderes und cool, während Pikachu und Evoli basically das langweiligste Kindergame und das zweite Remake vom fucking Kanto waren. Aber Let's Go, Pikachu und Evoli waren so unfassbar gut aufpoliert. Kaum Bugs, wunderhübsch, super solides Gameplay, was halt bei Legenden Arceus genau nicht der Fall war. Ne? Sehr wenig Frames, sehr wenig Sichtweite, beziehungsweise die Pokémon sind einfach sehr, sehr nah an einem selber gespawnt dann. Da ruckelig, da hakelig, da hätte man noch viel verbessern können, auch was das Design angeht, im Sinne von, dass man Pokémon 50 Mal mit einem Beutel abwerfen muss, um die dann zu fangen und so. Also es gibt viel Verbesserungspotenzial bei Legenden Arceus. Für mich sind die beiden so der gegensätzliche Pol. Die Remakes waren so das Sicherste, was du hättest machen können, was funktioniert und poliert ist, ist fuck. Und Legenden Arceus war dieses wackelige Ding auf Beinen mit sehr viel Potenzial. Und ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht so ein bisschen mergen kann. Und in diesem Spiel war es weitestgehend einem selbst überlassen, was man wo macht. Und das Spiel blockierte einen nicht, das auch zu tun, worauf man am liebsten Bock hatte. Das kannte man nur zu gut aus Hauptspielen, dass man da aus den diversesten Gründen immer mal wieder blockiert wurde. Des Weiteren war die Schwierigkeit in dem Spiel deutlich höher als in vergleichbaren Pokémon-Spielen, die danach oder kurz davor erschienen waren. Nachdem eine förmliche Bruchlandung bei den Diamant und Pearl Remakes hingelegt wurde, war das eine erfrischende Trendwende. Doch die nächsten Spiele waren bereits in naher Zukunft. Mit der 8. Generation endete eine sehr umstrittene Ära der Pokémon-Spiele. Generation 9 war mit Karmesin und Purpur auch nicht ganz umstritten, wir kommen noch gleich drauf. Die Zeiten von Chibi-Grafik und schlechtem Gameplay aus strahlender Diamant und leuchtende Perle schienen aber erstmal endgültig vorbei und in weiter Ferne. Warum war das Gameplay schlecht? Karmesin und Purpur versprachen eine große Neuerung, die Open World. Ich meine, Legenden Arceus war ja schon so ähnlich wie eine Open World, aber dass jetzt auch die Hauptspiele eine Open World sein sollten, war wirklich eine für mich große Überraschung. Generell waren Karmesin und Purpur schon vor... War das eine Überraschung? Also Schwert und Schild hat ja das Ding mal aufgemacht, ne, mit der Wild Area. Einfach eine Area, was ein bisschen Open World war und der Rest des Spiels war halt noch instanziert. Dann kam Legenden Arceus. Nicht mehr nur eine Area, sondern viele Areas, aber halt wie Monster Hunter instanziert. Dann kam Kapu. In meinen Augen, also ich persönlich habe das erwartet. Ich persönlich wusste, dass Karmesin und Purpur Open World Spiele werden. Das war für mich der natürliche Lauf der Dinge. Vor Release weniger umstritten als Schwert oder Schild oder gar die Sinnoh-Remakes. Je mehr Trailer rauskamen, desto klarer wurde es, dass die Paldea-Region eine der bisher größten Regionen in Pokémon sein würde. Viele Fans hat das natürlich ungemein gehypt. Doch der Release-Tag der Spiele am 18. November 2022 änderte leider wieder alles. Wieder hatten wir eine gute Idee eines Pokémon-Spiels, das mit einer Open World warb, allerdings nie eine wirklich richtig war. Schließlich waren wir praktisch dazu verdammt, die einzelnen Story-Abschnitte in der Reihenfolge zu machen, in der sie auch im Spiel vorkamen. Arenaleiter und wichtige Personen levelten leider nicht wie man selbst, ein sehr verschwendetes Potenzial bis heute.
Das sehe ich 100% auch so. Das war an Gen 9 etwas, was ich gar nicht verstanden habe. Sie machen eine Open World mit der Möglichkeit, jeden herauszufordern, wie man möchte, aber bauen keine sich anpassenden Level-Caps ein. Das verstehe ich nicht. Das macht aus spieldesignerischen Sicht gar keinen Sinn. Viel schlimmer noch war aber bei Release der technische Zustand von Karmesin und Purpur. Nein, nicht bei Release, sondern generell. Der technische Zustand von Karmesin und Purpur sind nach wie vor unzureichend. Es tauchten Dutzende Videos im Netz dazu auf, wie das Spiel leckte oder einfach nicht so funktionierte, wie es sollte. Der Zustand der Spieleserie stand auf der Kippe. Man merkte an fast jedem Eck, dass das Spiel nie richtig getestet wurde, was aber sehr wichtig gewesen wäre. Trotzdem fand ich... Denkt ihr, dass die Pokémon Company und Game Freak und Nintendo die Spiele nie getestet haben? Puh, weiß ich nicht. Ich glaube, sie hatten sehr starke Probleme mit der Optimierung und haben es dann einfach so gelassen, weil sie es legit nicht besser hinbekommen haben. Ich glaube nicht, dass sie das nicht getestet haben. Glaube ich nicht. Glaube ich irgendwie nicht. Aber es wär witzig, wenn das krasseste Franchise auf dem fucking Planeten ihre Spiele nicht testet, bevor sie raushauen. Ja. Pokémon Karmesin und Purpur an sich okay, auch weil viele Ideen zumindest in die richtige Richtung gegangen sind und die Story wohl einer der besten in der gesamten Spielereihe ist. Okay, ist aber leider nicht hervorragend. Dafür gab es insgesamt einfach zu viel kleinere Probleme in dem Spiel, die sich im Großen und Ganzen aufsummiert haben. Das, finde ich, unterscheidet die neuen Spiele stark von den alten. Denn die alten sind nicht nur aus nostalgischen Gründen beliebt, sie sind sowohl oft spielerisch als auch vom Design her die harmonischeren Spiele. Wann hat Pokémon Tutorial TV das letzte Mal Generation 1 angefasst? Nur einfach eine Frage in den Raum geworfen. Hat jemand von euch mal Gen 1 gespielt und sich gedacht, wow, diese Spiele fühlen sich voll gut und harmonisch an? Oder Gen 2 oder Gen 3 vor dem physisch speziell Split. Allein das, physisch speziell Split ab Gen 4. Allein das ist so ein unfassbarer Abfuck. Aber abseits davon, Gen 1 als Beispiel, heutzutage kaum noch spielbar. Deswegen hat das Ding 2 Remakes bekommen. Siegfried mit 4 Dragorans oder was auch immer. Ein Spiel, in dem Simsalab probably mit Mewtwo und Gengar das brokenste Pokémon ever war, wo die Crits mit dem Speedstat gestackt haben. Nein, not really. Da würde ich ein Veto einlegen. Ich verstehe, dass aus nostalgischer Sicht das anders aussieht, aber auf gar keinen Fall. War in den früheren Gens immer alles sinnvoll und gut und gut durchdacht oder whatever. Wie gesagt, technisch müssen wir nicht drüber reden. Natürlich ist es eine andere Liga, so ein Spiel zu programmieren, weil das Spiel kriegt heutzutage jemand alleine hin. Easy. Dazu braucht es kein Entwicklerstudio. Offensichtlich die neuen Spiele sind sehr viel anspruchsvoller und Game Freak hat einfach nicht die Erfahrung und sind scheinbar auch zu stur, sich neue Manpower einzukaufen, indem sie Dinge einfach, Leute einfach ins Boot holen, die wirklich was können. Sie hinken einfach hinterher in der Entwicklung. Es ist einfach ein Skill-Issue, wenn es um 3D und so geht, weswegen die Spiele nicht wirklich gut optimiert sind und auch nicht und auch heute noch mit Performance-Problemen zu kämpfen hat, trotz Patches und DLCs und weiß ich was. Das ist das Ding. Aber rein inhaltlich, also
Reden wir von der Musik, reden wir von der Story, die Gen 9 gerade wieder hat. Probably die beste Story, die in einem Pokémon-Spiel je existiert hat. Grandiose Musik, grandiose Story, super tolle Charaktere und so weiter. Die Welt war nicht die schönste Welt, die man je gesehen hat, ne, mit Elden Ring und weiß ich was, anderen Spielen, Zelda, BOTW und so, kann das lange nicht mithalten. Aber es war definitiv auch nicht die hässlichste Open World, die man je gesehen hat. Der Fakt, dass man überall hinfliegen kann und so. Es gibt so viele coole Dinge, die in Gen 9 passiert sind, abgesehen vom wunderbar gelungenen VGC, also dem Kampfformat, gab es so viele tolle Sachen. Die DLCs waren grandios. Eins war Story, das andere war Gameplay wieder. Ne? Man kann überall rumfliegen, dies, das, tralala. Es gibt so viele gute Aspekte an Gen 9, die für mich persönlich stark überwiegen. Ja, es gibt Performance-Probleme und es gab Bugs. Ich persönlich hatte nie welche oder nie solche, aber diese Dinge gibt es alles und es ist kein Geheimnis, dass die das mal optimieren müssen und mal in den Griff kriegen müssen. Aber rein spieltechnisch und so weiter waren Karmesin und Purpur probably die krassesten Editionen ever. Digga, du kannst im letzten DLC dich in ein Pokémon verwandeln. Du kannst das komplette Spiel im Multiplayer durchspielen. Lokal oder online. Und es funktioniert. Es funktioniert gut. Nicht wie in Gen 8, wo es eine Katastrophe war, sondern es funktioniert gut. Du kannst dich in ein Pokémon verwandeln und mit deinen Freunden einfach fucking Hide and Seek spielen. Es gibt so wilde Features in diesen Spielen. Ich finde es einfach ganz schwierig, ne, auf Gen 1 zu zeigen und zu sagen, damals waren die Spiele, da hatten die alles. Das ist einfach, ne, das ist nicht, was er sagt, aber so kommt es ein bisschen rüber. Oftmals sind sie sogar eine größere Herausforderung, was sie natürlich wiederum für Randomizer und Nuzlocke-Challenges wesentlich attraktiver macht als zum Beispiel Karmesin und Purpur. Sie waren eine größere Herausforderung, weil sie unfairer waren. Right, man selbst hatte keine Gelegenheit oder keine Möglichkeit, ein Drachen-Pokémon zu kriegen in der ersten Gen. Siegfried hatte 5 davon oder so. Es war schlechter gebalanced. Man kann das Ganze auch einfach so sehen, ne? Ein Problem sollte durch dieses Video hier glasklar für hoffentlich alle sein. Die kurze Staffelung der Spiele stellte die Entwickler vor teils unlösbare Probleme, die in der Qualität des Endprodukts sich widerspiegeln. Wir wissen mittlerweile, dass die Entwicklung der Spiele großteils parallel abläuft. Ja, also sie produzieren alle paar Jahre Spiele und damals waren die Spiele nicht so aufwendig in der Entwicklung und deswegen haben sie es auch immer hinbekommen und jetzt sind sie halt deutlich aufwendiger in der Entwicklung und sie nehmen sich scheinbar plus minus denselben Zeitrahmen und jetzt wird es halt knapp, um die Qualität sicherzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr den Lachs mit dem Herr der Ringe Game Gollum mitbekommen habt. Das wurde ja von einem deutschen Entwicklerstudio gemacht, was zum Beispiel Deponia gemacht hat. Und die sind von einem Point-and-Click-Adventure, was nicht mal ein 2D-Game ist, im Sinne von, ne, also du kannst dich nicht vertikal, horizontal, wie auch immer bewegen, sondern es ist literally ein Screen, wo du draufklickst. So. Sie sind von einem Point-and-Click-Adventure zu einem RPG, was 3D ist, was quasi Jump-and-Run und Dialoge und Story und Kampfsystem oder whatever, was auch alles im Gollum drin ist. Und sowas wie Story und Charaktere schreiben, das können die. Das sind die sich gewohnt. Was die nicht konnten und was die komplett unterschätzt haben, was die in dem Interview und in all den Berichten und so zugegeben haben, ist 3D. 3D ist ein komplett anderes Level, ein komplett anderes Niveau. Die haben ein paar Leute gehabt in ihrem Entwicklerstudio,
Und dann dachten sie sich, ja, wir machen Point-and-Click-Adventure. Ja, lass doch einfach mal das neue Herr-der-Ringe-Game der Gremlin machen. Und dann standen sie vor der Aufgabe und sie waren komplett überfordert und haben die Welt nicht mehr verstanden. Weil 3D ein Spiel zu entwickeln einfach eine ganz, 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 ganz andere Sache ist. Nicht umsonst kosten Spiele wie Assassin's Creed und wie sie alle heißen Millionen und Millionen in der Entwicklung, weil sie eben so aufwendig sind. Das heißt nicht, dass die immer gute Ideen haben, weil Assassin's Creed ist mittlerweile ja auch nur noch irgendwie eine leere Hülle. Es ist nicht mehr wirklich kreativ, da passiert immer nur dasselbe. Aber das mit dem 3D und so kriegen sie hin, weil sie halt einfach das Budget und die Manpower haben. Und genau das fehlt halt einfach Game Freak. Ne? Die Entscheidung, dieses Franchise, was sie bisher gehütet haben wie ihren Schatz, einfach mal an mehrere Leute zu verteilen, die vielleicht ein bisschen Vertrauen benötigen, die dafür aber auch den Skill mitbringen. Das ist eine Entscheidung, die die treffen müssen irgendwann oder müssten, um die Qualität sicherzustellen. Wenn sie das nicht tun, passiert das, was mit Karmesin und Purpur passiert ist, und zwar, dass Spiele auf den Markt kommen, die technisch unzureichend sind, die zwar immer noch sehr viele coole Ideen haben und Herz und irgendwo auch den richtigen Gedanken, aber die in der Umsetzung dann halt einfach hinterher hinken. Pokémon hat 23 10,8 Milliarden Umsatz gemacht und ganz Nintendo hat 11 Milliarden gemacht. Und das, obwohl kein Pokémon-Spiel rauskam, außer die DLCs. Damn. Ja. Ungefähr 3 bis 4 Jahre dauert. Das hat sogar Game Freak selbst mal bei einer Präsentation gezeigt. So sehen wir in der von ihnen veröffentlichten Grafik, dass Legenden Arceus bereits im Herbst 2018 entwickelt wurde, also sogar vor dem Release-Datum von Let's Go Pikachu und Evoli. Wie wir aber merken könnten, reicht die Zeit nicht, um das Produkt abzuliefern, das wir eigentlich so sehr brauchen und wollen. Viele sagen ja auch, dass deswegen Legenden ZA mehr Zeit bekommt. Allerdings kann das auch nur so halb wahr sein, denn wenn sie genauso wie in dieser Grafik hier vorgegangen sind, ist Legenden ZA wahrscheinlich erst in der Entwicklung gewesen, als der erste Teil der Legendenreihe bereits im Laden war. Ob Pokémon also in Zukunft oder jetzt wirklich mehr Zeit bekommt, würde ich mal sagen, ist ein bisschen fraglich. Allerdings wäre es, und da denke ich, herrscht in meiner Community Konsens darüber, enorm wichtig, dass sie regelmäßig und nicht nur einmalig mehr Zeit bekommen. Jedenfalls, jo. Wie im Video. Hat aber trotzdem nichts mit dem Dex-Cut zu tun. Ist meiner Meinung nach einfach eine Style-Entscheidung gewesen oder vielleicht auch eine Speicherentscheidung. Nicht eine Entwicklerzeitentscheidung. Ja. Video gemerkt hat, hatte ein Interview im Jahr 2019, dem erstmal keine große Aufmerksamkeit geschenkt wurde, die Geschichte des Pokémon-Franchise komplett über den Haufen geworfen und maßgeblich geändert. Fans wurden deutlich kritischer gegenüber von Pokémon, auch meinerseits. Allerdings hat auch Game Freak gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Gerade deswegen ging es mit den letzten Spielen immer etwas weiter wieder bergauf, auch wenn ich finde, das Tal bei weitem noch nicht überwunden ist. Es ist eben ein lang. Es ging bergauf? Ich dachte, Karmesin und Purpur sei das Schlimmste, was den Leuten jemals passiert ist. Also Karmesin und Purpur war technisch gesehen, mit Ausnahme von Legenden Arceus, das schlechteste Spiel. Also wir sind hier. Nee, noch lange nicht hier. Laut den Kritikern. Ne? Es ist so interessant, wie andere Leute das wahrnehmen. Ne? Langsamer, zäher Prozess. Viele Fehler sind in Spielen immer noch präsent und die Welt wirkt stellenweise so leer wie noch nie. Von ikonischen Routen wie Johto oder Sinnoh, an die man sich Jahrzehnte danach erinnern wird, sind wir momentan leider weit entfernt. Und trotzdem lassen wir den Pokémon-Franchise Routen wie Band und die Welt wirkt stellenweise so leer wie noch nie. Von ikonischen Routen wie Johto oder Sinnoh, an die man sich Jahrzehnte danach erinnern wird. Boah, weiß ich nicht, Digga. Also ikonisch. Ja, die Route ist halt ein Bild. Die Route ist halt deutlich kleiner. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Also ich weiß, dass es Platin sein muss, right? Weil wir diese Route, glaube ich, auch gesehen haben in den Remakes, die ich jetzt gespielt habe. Aber
Weiß ich nicht, Digga. Also ich erinnere mich 1 Milliarde Mal mehr an die an die fucking Zone Zero und an das DLC, an den See da oben, wo man den Professor noch einmal trifft. Oder es gibt 20 Orte, die ich euch jetzt aufzählen kann, die ich euch von Karmesin und Purpur aufzählen könnte, die für mich deutlich ikonischer sind. Zum Beispiel der Königsfelsen, die Hommage an Löwen, an König der Löwen, wo oben ein riesiger Löwe draufsteht. Weiß ich nicht, ob solche Routen so viel ikonischer waren. Ich halte das sehr stark für Nostalgie, was hier jetzt spricht. Ja, aber sind wir momentan leider weit entfernt. Und trotzdem lassen wir dem Pokémon-Franchise viel mehr durchgehen als bei anderen Videospieltiteln. Warum ist das so? Ich meine, was lassen wir denn durchgehen? Also okay, man kann sagen, okay, den Leuten ist halt die Performance und die Grafik weniger wichtig als der Spielspaß. Und deswegen spielen sie das. Das bedeutet, sie haben ja immer noch Spaß am Spiel. Also, Wolfie Glick, der Ex-Weltmeister im VGC. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ihn juckt, ob jetzt in der Wüste ein paar Performance-Issues existieren. Weil er ist einfach mit dem Spiel zufrieden, so wie es ist. Und er spielt es aus Kompetitivgründen. In dem Sinne verzeiht er diese Schwächen, weil die ihn nicht tangieren. Außer, dass er halt das Spiel durchspielen musste, um an den Punkt zu kommen. Also, ja, wir verzeihen das, aber das ist nicht, weil wir irgendwie Geiseln sind von Pokémon Company, sondern weil uns der Rest des Spiels einfach scheinbar etwas gibt, wo wir dann doch zufrieden sind oder wo wir das Spiel dann doch lieben. Again, ich finde, Karmesin und Purpur sind die schlechtesten, optimiertesten Pokémon-Spiele mit Ausnahme von Legenden Arceus, die es je gegeben hat. Trotzdem liebe ich die Spiele. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Also, ich kann euch schon sagen, warum. Es gibt halt verschiedene Gründe, aber es ist nicht so, dass Pokémon Company mir irgendwas dafür gibt oder mir die Knarre in den Kopf hält oder irgendwas, sondern ich finde die Spiele halt einfach toll. Ich habe hunderte Stunden investiert. Und bin immer noch der Überzeugung, dass Gen 9 in vielerlei Hinsicht die besten Pokémon-Spiele waren, die es jemals gab bis dato. So. Offensichtlich gibt es irgendwelche Gründe, weshalb ich das Pokémon verzeihe, warum ich dem nicht so viel Gewicht gebe. Ist man wie ich ein Hardcore-Pokémon-Fan? Am Ende entscheidet gerade Letzteres, ob man Pokémon einige Ausrutscher verzeihen kann oder doch das Franchise erstmal jahrelang enttäuscht zur Seite legt. Trotzdem kann ich mir schwer vorstellen, auch wenn ich vielleicht mal in Zukunft keine Pokémon-Videos mehr machen werde oder Pokémon mehr spiele, die ganzen Erinnerungen, die mir das Franchise gegeben hat, einfach so fallen zu lassen. Ich durfte auch wegen der Aufgabe, die... Muss doch keiner, hä? Niemand muss doch irgendwelche Erinnerungen fallen lassen. Und wenn das Spiel einem nicht Spaß macht, dann soll man es doch einfach nicht spielen. Das ist doch auch völlig in Ordnung. Nicht jeder kann mit jedem Spiel irgendwas anfangen. Erinnerungen bleiben doch Erinnerungen. Ihr mir als Zuschauer gegeben habt, viele tolle Menschen in meinem Leben kennenlernen, mit denen ich über Pokémon sprechen Voll. Und lachen konnte. Und die spawnen ja auch nicht nur, weil man Pokémon vielleicht in der 10. Generation nicht mehr so cool findet. Das sind Erinnerungen, die man nicht so einfach mal ausblenden oder wegradieren kann. Und dennoch kann und darf ich nicht meine Aufgabe, die mir von euch gegeben wurde, so einfach auf die leichte Schulter nehmen. Es ist ein Privileg, das ich mir über all die Jahre ehrlicherweise sehr hart erarbeitet habe. Es ist richtig und sehr wichtig, euch zu sagen, wenn es meiner Meinung nach dem Pokémon-Franchise einfach nicht gut geht und darauf aufmerksam zu machen. Sich die rosa-rote Brille aufzusetzen und alles in den Himmel auf Teufel komm raus zu loben, würde auf lange Sicht nur an dem Fundament kratzen, dass ich mir... Oh, dieses Gelaber. Es tut mir wirklich leid, Mann. Ich will nicht wie ein Arschloch rüberkommen, aber wir sind, also, Digga, 2024 immer noch dieses rosa-rote Brille-Dings. Ey, Pokémon hat Probleme und Pokémon ist bei Weitem kein perfektes Spiel. Aber seit
8 Jahren höre ich mir nun an, dass alle Leute, die Pokémon heutzutage immer noch gut finden, eine rosarote Brille tragen und alles kaufen und Game Freak einfach alles durchgehen lassen und so weiter. Und mit diesem Gelaber kann ich einfach nichts mehr anfangen. Es tut mir wirklich leid. Das hat nichts mit einer rosaroten Brille zu tun. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt. Also wenn, ja, dann tun diese Leute mir noch viel mehr leid. Aber ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die sich zwingen, ein Spiel zu spielen, was ihnen nicht gefällt. Also, ich weiß nicht, macht ihr das? Spiele spielen, obwohl die ihr voll kacke findet? Einfach nur, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst die spielen, um cool zu sein oder whatever. Also, ich kenne niemanden, der das macht. Und ich kenne trotzdem noch ganz, ganz, ganz viele Leute, die viel, viel Spaß mit den Spielen haben. Und man darf Dinge kritisieren. Ich finde, man muss aber auch nicht alles so dramatisieren. Und man kann den Leuten, die die Spiele gut finden und die toll finden und die gerne spielen, auch nicht immer vorhalten, dass alle eine rosane Brille tragen und alles scheiße ist. Finde ich einfach nicht the way to go. Mir mühselig aufgebaut habe. Und dennoch heißt das nicht, dass ich nicht mal mit meinen Prognosen auch völlig daneben liegen kann, wie das zum Beispiel mit den Schwarz- und Weiß-Remakes für dieses Jahr der Fall war. Ich wäre natürlich auch gerne ein Simsala, das sehr beherrscht und damit seinen Gegner immer treffen kann, aber letztlich bin ich halt eben auch nur ein Mensch, der aus seinen Fehlern lernen und wachsen kann. Und nicht nur ich lerne aus meinen Fehlern, sondern wir alle. Game Freak und die Pokémon Company haben zumindest dieses Jahr den Release weggelassen und damit dem Franchise eine Pause gegeben, jo, die es vielleicht schon deutlich länger nötig hatte. Voll, vielleicht über ist es so. All vorher. Die vielen Jahre hat dieser eine Moment, dieser eine Fehler, dieses eine Interview zu dieser einen und sehr wichtigen Pause geführt. Ich will mit diesem Video keinesfalls sagen, dass es im Moment leicht ist, Pokémon-Fan zu sein, wenn wir mal zurückblicken, was wir alles hatten. Aber was wir mal hatten, das kann auch wieder werden. Und da der Switch-Nachfolger ja offensichtlich... Ich will gar nicht, dass das wieder wird. Digga, wer will das denn? Oh Mann, ey. Das kann auch wieder werden. Und da der Switch-Nachfolger ja offiziell bestätigt ist, bin ich optimistisch, dass das Pokémon-Loch, in dem wir uns momentan ehrlicherweise befinden, auch bald wieder enden wird. Doch das Ganze birgt leider auch eine enorme Gefahr. Denn sollte es Game Freak dieses Mal es wirklich vermasseln bei Pokémon Legenden ZA, weiß ich nicht so recht, ob es in einigen Jahren bei dem Franchise immer noch so rosig aussehen wird. Noch sind die Verkaufszahlen auf ihrer Seite, aber die Spieler vergessen die Dinge aus Schwert, Schild, strahlender Diamant, leuchtende Perle, Legenden Arceus, Karmesin und Purpur nicht so einfach. Ich bin mir sicher, viele Ausrutsche können sie sich nicht mehr leisten. Die Spin-Offs sind zu... Alter, was ich an solchen Videos nicht mag, ist einfach, dass dadurch die Konsumenten so rüberkommen, als hätten sie irgendwie die Deutungshoheit, was sein darf und was nicht sein darf. Als wären sie irgendwie der Vater, der mit einem kritischen Auge dem Sohn über die Schultern guckt und oh, noch einmal verkauft. Oh, oh. Das ist doch nicht unser Problem. Es ist doch nicht unsere Firma, die leidet. Wenn die gute Spiele produzieren, kommen Leute und kaufen die Spiele und haben Spaß damit. Wenn sie schlechte Spiele produzieren, dann kommen sie nicht mehr. Aber das ist doch nicht unser Problem. Das ist doch deren Problem. Lass doch deren Problem mal deren Problem sein. Wenn sie keine guten Spiele mehr machen können, dann ist doch egal. Wir verlieren doch dadurch nichts. Again, Smaragd, Platin, all diese gelobten Editionen, die despawnen doch nicht, nur weil die neuen Spiele nicht mehr gekauft würden oder whatever. Imagine Star Wars. Star Wars, eine grandiose Filmeserie, ist von Disney komplett vergewaltigt worden. Anders kann man das nicht sagen. Und ich glaube, da sind auch alle auf einem Boot. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dem Planeten, der Star Wars mag, der sagt, dass Teil 9 ein guter Film war.
das bedeutet doch nicht, nur weil die letzten drei Teile des Star Wars Universums Schmutzfilme waren, dass die ersten sechs auch schlechte Filme sind. Das sagt doch keiner. Die gehen doch auch nicht weg. Man kann die immer wieder genießen. Das ist doch das Schöne an Medien. Man kann die immer wieder wiederholen. Right? Niemandem wird etwas weggenommen, nur weil etwas Neues, was kommt, nicht deinem Geschmack trifft. Und das ist etwas, was ich nie verstehen werde. Menschen, die so denken. Gut wie tot. Und wir sind nicht weit davon entfernt, dass es den Hauptspielen genauso an den Kragen geht. Es war ein Tag, der im Pokémon-Franchise... Bin ich der Einzige? Für mich hört sich das halt so mega negativ und drohend an. Und ich denke mir so, Vergessen die Dinge aus... Bro, es sind Spiele. Schwert, Schild, strahlender Diamant, leuchtende Perle, Legenden, Arceus, Karmesin und Purpur nicht so einfach. Ich bin mir sicher, viele Ausrutscher können sie sich nicht mehr leisten. Die Spin-Offs sind so gut wie tot. Und wir sind nicht weit davon entfernt, dass es den Hauptspielen genauso an den Kragen geht. Es war ein Tag, der im Pokémon-Franchise eine Reihe negativer Dinge ans Licht brachte. Und die Spin-Offs sind tot. Also Pokémon New Snap oder wie das Ding hieß, ist tot. Aber Pokémon Snap war doch das gehypteste, beste Pokémon-Spiel ever. Sogar gute Laune-Typen mochte Pokémon Snap. Oder nicht? Pokémon Snap war doch objektiv gesehen eins der besten Pokémon-Spiele ever. Warum ist denn das jetzt tot? Ist halt alles so ein bisschen zusammenhangslos, ne? Aber... Und es für immer veränderte. Ich hoffe, es bleibt auch für immer der einzige Tag. Neben diesem Rückblick auf einen historischen Tag des Pokémon-Franchise hatte ich erst neuerdings einen Rückblick auf die Pokémon-Remakes geworfen. Du kannst jetzt oder später auf die... Ja. Auch wenn ich nicht mit dem Video übereinstimme oder mit der Meinung oder mit der Wahrnehmung von PTTV, das habe ich by the way noch nie, ich glaube, wir sind uns da einfach nicht sehr ähnlich, finde ich das ein gutes Video und ein schönes Video. Ich finde, man kann darüber reden. Ich finde es auch... By the way, will ich mal eine Lanze brechen hier für PTTV. Er hat zwar seine Meinung und er hat zwar eine ganz andere Sicht als ich, aber er war jetzt auch weit davon weg, irgendwie die neuesten Spiele einfach alle zu trashen. Und das finde ich löblich. Vor allem, wenn man vielleicht eher enttäuscht ist von dem Weg, den Pokémon eingeschlagen hat und so. Von daher finde ich das immer noch ein gutes Video. Ich stimme eben nur nicht zu. In vielerlei Punkten. In manchen 100%, in vielen anderen wiederum nicht. Ich find's vor allem sehr spannend und sehr interessant, wie andere Leute das halt sehen. Ne? Wie andere Leute das wahrnehmen, die Entwicklung von Pokémon, die ich mega, mega, mega stark mitverfolge, aufgrund dessen, dass ich jetzt halt schon einfach seit 2016 Pokémon-Videos mache und seit 2017 damit selbstständig bin. Ich find's mega interessant, wie andere Leute das wahrnehmen und wie sie argumentieren und wie sie das Ganze sehen. Und jeder kann sich ja eine eigene Meinung bilden. Ne? Aber mir zeigen diese Videos halt einfach immer, dass ich irgendwie scheinbar eine andere Meinung habe. Ne? Ich bin da irgendwie nicht so... Ich habe das Gefühl festgefahren oder frustriert oder missgünstig. Es kommt... Vielleicht auch, wenn es gar nicht so gemeint ist, solche Videos kommen halt immer so ein bisschen so rüber. Ne? Man spürt irgendwie die Enttäuschung raus und man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Leute sehr viel Frust. Frust ist vielleicht das falsche Wort, aber Animosity in sich tragen gegenüber dem Franchise. Ne. Und by the way, frustriert sein oder ein Spiel nicht mögen oder whatever, das ist ein Gefühl. Ein Gefühl kann man sich nicht aussuchen oder abschalten. Das ist völlig in Ordnung. Ne, wenn man mit Dingen nichts anfangen kann, das kann einem niemand absprechen, niemand wegnehmen oder irgendwie kleinreden oder whatever. Wenn Leute mit den neuen Spielen nicht warm werden oder cool sind, Bro, wer zum Teufel bin ich, um dir etwas anderes zu sagen?